Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur letzten Einheit dieses Kurses begrüßen, wo wir heute einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Urheberrecht hinsichtlich der angekündigten Urheberrechtsnovelle 2015. Aufgrund des bisherigen Vortrages haben Sie sicher schon gemerkt, dass gerade in Zeiten des Internets, der Digitalisierung, der großen technischen Entwicklung es mit dem Urheberrecht immer wieder etwas hakt. Das bedeutet, es ist schon lange die Zeit für eine Novellierung reif. Insbesondere der Streit um die Festplattenabgabe zeigt dies meines Erachtens überdeutlich. Das bedeutet nämlich, dass letztlich das Urheberrecht, so wie wir es kennen, das klassische Urheberrecht, eigentlich mit der technischen Entwicklung zu einem gewissen Grad etwas überfordert ist. Derzeit deswegen wird gerade diskutiert die Urheberrechtsnovelle, die eben in Vorbereitung ist. Ich habe Ihnen hier noch ein, zwei Stellungnahmen oder ein, zwei Beispiele für Stellungnahmen aufgeschrieben, damit Sie sehen, wer eigentlich alle zu diesem Gesetz bisher Stellung genommen hat. Wir sehen hier zum Beispiel Oberlandesgericht Wien, Staatsanwaltschaft, A1 Telekom und natürlich auch die Verwertungsgesellschaften. Allein aus diesen Stellungnahmen zu diesem geplanten Gesetz sehen wir, dass das wirklich eine große Breitenwirkung hat und dass sich da verschiedenste Bereiche, einerseits der Wirtschaft und auch rechtliche Stellen entsprechend dafür interessieren und hier auch wirklich ihre Meinung dazu abgegeben haben. Aber sehen wir uns die Neuerungen der Novelle, also die für uns interessanten Neuerungen der Novelle, etwas mehr im Detail an. Bitte beachten Sie, wenn hier in Klammer ein Neu steht, ist das ein Paragraph, der vollkommen neu geschaffen wird. Ansonsten sprechen wir nur von Abänderungen von Paragraphen. Hier zum Beispiel haben wir erstmals und sehr positiv § 37a Urheberrechtsgesetz das Verwertungsrecht von eines Urhebers eines wissenschaftlichen Artikels. Das bedeutet, wenn jemand einen wissenschaftlichen Artikel schreibt, geht dieser nicht mehr zwangsläufig auf den Herausgeber des Werkes über, dieses Verwertungsrecht, dieses Urheberrecht, selbst wenn eben dem Herausgeber das Verwertungsrecht an sich zusteht, sondern bleibt auch ein gewisses Verwertungsrecht beim Urheber selbst. Weiters haben wir in § 38 Absatz 1 eine genauere Definition der Nutzungsrechte sowie deren Berechtigungen bei Werken der Filmkunst. Bisher ging man immer sehr stark davon aus, dass bei kommerziellen Werken der Filmkunst das Urheberrecht bereits und jedenfalls die Verwertungsrechte beim Filmvertrieb, also beim Filmhersteller liegen und nicht zwangsläufig beim Urheber. Der Urheber hat natürlich noch gewisse Rechte, dass sein Name entsprechend genannt wird, beispielsweise in Trailern oder auch beim Nachspann. Ganz relevant, weil eine sehr große Änderung wird sich in § 42 Urheberrechtsgesetz ergeben, also Privatkopie. Sie sehen hier, es gibt eine Einschränkung. Während bisher die Privatkopie an sich immer zulässig war für den bloß privaten Gebrauch, ist nunmehr die Kopie nur noch zulässig, wenn die Quelle, also die Vorlage, offensichtlich nicht rechtswidrig ist. Ist sie offensichtlich rechtswidrig, ist eine legale Kopie nicht möglich. Das bedeutet eine Einschränkung. Bisher konnte man so ziemlich alles aus dem Internet letztlich zum eigenen privaten Gebrauch downloaden. Nun muss man sich eben Gedanken machen, könnte diese Quelle, die ich hier zum Download heranziehe, könnte diese bereits rechtswidrig erfolgt sein. Das bedeutet, man geht etwas von dem Urheber oder von dem Anbieter in diesem Fall, von dem rechtswidrigen Anbieter selbst weg und nimmt hier auch noch den User entsprechend in die Pflicht. Positiv hingegen ist Absatz 6 die Ausweitung von Schulen und Universitäten auch auf andere Bildungseinrichtungen. Hier geht es um die Veröffentlichung zum Gebrauch im Unterricht und in der Lehre. Hier war es vorab nur auf Schulen und Universitäten eingeschränkt, mittlerweile auch andere Bildungseinrichtungen hinzugenommen. Hier geht es dann Absatz 7 sehr stark um Archive. Absatz 8 haben wir eine Ausweitung der Vervielfältigung durch Abschrift. § 42a Absatz 2 Urheberrechtsgesetz, ebenfalls vollkommen neu, nicht neu eingeführt, aber vollkommen neu. Vervielfältigung durch öffentliche Einrichtungen für Schulgebrauch und Forschung auf allen Datenträgern war ja bisher nur analog möglich. Und ebenfalls neu § 42b Urheberrechtsgesetz, nämlich die Vergütung. Hier haben wir, wie bereits in der letzten Einheit angekündigt, sozusagen zur Beendigung des Festplattenstreits eine klare Definition, nämlich eine Ausweitung auf sämtliche Speichermedien. Das bedeutet auch auf Festplatten. Allerdings
Absatz 2a, die Vergütung kann entfallen, wenn nur ein geringfügiger Nachteil entsteht. Ich darf hier auf die letzte Einheit, also die Einheit 9, verweisen, wo wir im Festplattenstreit bereits festgestellt haben, dass zumindest der EuGH der Ansicht ist, dass wenn nur ein bloß geringer Nachteil aus dieser an sich rechtsmäßigen Urheberrechtsverletzung entsteht, dass dann gewisse Geräte von der Vergütung ausgenommen werden können. Genau das ist hier jetzt letztlich gesetzlich verankert worden. Der Vergütungsverpflichtete, der die Vergütung letztlich leisten muss, ist immer derjenige, der sie in Verkehr bringt, also der das Speichermedium in Verkehr bringt. Dadurch ist jetzt der Begriff des Anbieters ausgeweitet worden. Und es gibt auch eigene Ansätze bzw. Absätze für die Bemessung der Vergütung. Zur Vergütung selbst ist dann noch zu sagen, die Vergütung ist zurückzuzahlen, wenn der Verbraucher das Gerät nicht zur Privatkopie nutzt. Das Ganze klingt in der Theorie sehr gut. Wie das Ganze dann in der Praxis durchzuführen ist, ist natürlich eine andere Frage und wird sich erst zeigen. Der Vergütungsanspruch steht nicht zu, und zwar nämlich der Vergütungsanspruch seitens der Verwertungsgesellschaften, wenn glaubhaft gemacht wird, dass das Gerät nicht zur Privatkopie genutzt wird. Und Verwertungsgesellschaften hat für diese Ansprüche, nämlich die Ansprüche auf Rückabführung der Privatkopieabgabe, also der Leerkassettenvergütung, wenn wir jetzt noch von der aktuellen Rechtslage ausgehen, hat die Verwertungsgesellschaften oder haben die Verwertungsgesellschaften eine entsprechende Möglichkeit zur Geltendmachung auf ihrer jeweiligen Homepage vorzusehen. Und ganz wichtig, nämlich für den Handel, für die Praxis, Rechnungen haben nunmehr die Höhe der Vergütung separat aufzuweisen. Das bedeutet, Sie müssen nun auch darüber informiert werden, wenn Sie ein Speichermedium kaufen, wie viel davon als Vergütung sozusagen prozentuell oder auch betragsmäßig abgegeben werden muss. Weiters haben wir dann noch Freiwerknutzungsrechte hinsichtlich Personen mit Behinderungen. Gibt es bereits im Gesetz. Hier erfolgt eine sehr positiv zu bewertende Ausweitung. Überdies ein unwesentliches Beiwerk darf vervielfältigt werden. Außerdem und sehr gut eine neue Regelung der Zitate in § 42f Urheberrechtsgesetz. Bisher waren die Zitate nämlich nach den jeweiligen Werken etwas zergliedert im Urheberrechtsgesetz. Und dann haben wir auch noch ebenfalls sehr positiv zu bemerken die öffentliche Zurverfügungstellung von Werken für Unterricht und Lehre. Auch hier haben wir diese Ausweitung von vorher der rein analogen Zurverfügungstellung, mittlerweile auch in der digitalen Zurverfügungstellung, insbesondere hinsichtlich Lernplattformen. Hier noch ganz kurz, Paragraphe 46, 52 und 54 Absatz 1 Ziffer 3 und 4 wurden aufgehoben. Diese regelt eben die Zitate, die jetzt zusammengefasst sind. Weiters Paragraph 57 Absatz 2, bei einer Vervielfältigung ist die Quelle stets deutlich anzugeben. Und dann noch genauere Regelung zur zeitlichen Dauer des Urheberrechts. Auch hier hat es eine Vereinheitlichung gegeben europaweit. Und auch ganz neu Schutz von Darbietungen. Dann haben wir noch den Schutz von Herstellern von Zeitungen und Zeitschriften, ebenfalls an die aktuelle Situation angepasst. Und Sie sehen hier, bei den zivilrechtlichen Ansprüchen hat sich auch etwas getan. Bei unbefugter Verwertung ohne Verschulden Anspruch auf angemessenes Entgelt. Das bedeutet, man rückt diesen zivilrechtlichen Anspruch weg vom eigentlichen Schadenersatzrecht hin zum sogenannten Bereicherungsrecht. In Österreich gibt es nämlich neben dem Schadenersatzrecht auch noch ein sogenanntes Bereicherungsrecht. Also wann eine Entreicherung stattgefunden hat, diese kann auch schuldlos stattgefunden haben, kann trotzdem unter Umständen etwas zu leisten sein. Und genau hier zielt Absatz 1 ab. Aber auch unter bestimmten Umständen kann auch dieser entfallen. Und § 90a, Meldepflicht für das Inverkehrbringen von Speichermedien und Vervielfältigungsgeräten. Ebenfalls sehr wichtig, da damit letztlich etwas besser kontrolliert werden kann, wer zur Abgabe der Vergütung für Privatkopien verpflichtet ist. Zusammengefasst also hinsichtlich der Urheberrechtsnovelle haben wir teilweise eine umfassende Neuregelung im bereits bestehenden Recht. Wichtige Änderungen sind vor allem eine ganz klare Einschränkung der Zulässigkeit von Privatkopien, gleichzeitig eine Ausweitung der Vergütung auf alle Speichermedien, was letztlich auch den im Einheit 9 genannten Festplattenstreit beenden wird. Überdies haben wir die Möglichkeit einer Rückvergütung und auch eine sehr erfreuliche zusammenfassende Neuregelung von Zitaten in einer einzigen Norm. Damit sind wir, was das Urheberrecht betrifft und unseren Überblick über das Urheberrecht am Ende angelangt und ich darf mich einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken.
Auf Wiedersehen.